Herzlich willkommen zum Bewohnerfrei-Podcast, der Podcast im deutschsprachigen Raum, der sich erfolgreiche und spannende Menschen anschaut und sich dann überlegt, wie in Gottes Namen sind die denn dorthin gekommen. Und ich habe heute eine richtige Powerfrau dabei, die habe ich jetzt schon mehrmals, was heißt dabei, im Podcast, die habe ich jetzt schon mehrmals hinter der Bühne und auch auf der Bühne kennengelernt und ihr werdet euch gleich richtig schön anschnallen können, weil Yvonne de Barck weiß wirklich A, wie es funktioniert, vor allem weiß sie aber, wie sie Menschen auch wirklich in ihren Bann ziehen kann und sie hat ganz viele tolle Themen. Jetzt kommt erstmal die offizielle Anmoderation. Wie immer, wenn euch der Podcast gefällt, seid so lieb und bewertet den hier bei iTunes. Und jetzt geht's los. Sie ist Schauspielerin, Autorin, Trainerin für die wichtigste Sprache der Welt, nämlich die des Körpers. Da kennt sie sich aus. Hat mittlerweile 10 Bücher veröffentlicht. Darüber müssen wir auch reden. Ich finde 2 Bücher schon extrem schwer. 10 ist ein Knaller. Das sind Romane, Satire über das Mama-Sein und 2 Fachbücher über Körpersprache. Seit 24 Jahren steht sie vor der Kamera und wurde damals von Horst Wendland, der alte Otto-Film, ach cool, Loriot und Karl-May-Filme Film produziert. Das ist ja geil. Das ist schön. Yvonne war in Los Angeles auf der Schauspielschule und wohnt jetzt in der Nähe von Köln mit ihren Kindern. Yvonne hat fast überall mitgespielt, was es im deutschen Fernsehen gibt. Vorabendserien unter uns, richtig? Was? Ja, reden wir drüber. Kinofilme. Hallo? Die meisten kennen sie wahrscheinlich durch Unter uns, wo sie lange die Frau Dr. Pia Lassner gespielt hat. Dieses Jahr war sie sogar Wirkungscoach und Wahlkampfmanagerin für einen Bürgermeister. Dazu haben wir uns noch gesehen mit deinem letzten Gedankentanken-Vortrag, der wahrscheinlich zeitgleich ungefähr mit diesem Podcast hochgeschaltet wird. Wie hieß der? Was hatte der für ein Thema? Auch wieder Körpersprache. Körpersprache. So, da waren ein paar sehr hilfreiche Tricks, Tipps dabei, ja, wie man schnell zum Menschenleser wird, zum Menschenmagneten wird, was man da machen kann. Naja, das bist du auf jeden Fall. Und erstmal herzlich willkommen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass ich hier sein darf. Hier, also bei dir. Also ja, gut, du saßt ja heute quasi schon vor der Kamera. Wir haben gerade kurz im Vorgespräch. Ich habe schon gedacht, mein Gott, was hat die sich schick gemacht? Da hast du gesagt, ich komme gerade aus der Maske für diejenigen. Also ich gebe ja selten den Tipp, sich das auch bei YouTube anzuschauen. In diesem Fall würde ich gerne den offiziellen Tipp aussprechen, sich diese Folge hier auch bei YouTube anzuschauen, weil das ist auf jeden Fall sehr nett anzusehen. Warum? Also sie ist ja immer toll aus, aber warum siehst du heute besonders toll aus? Ich komme gerade vom RTL-Spendenmarathon. Ich bin da seit, keine Ahnung, gefühlten 10 Jahren und ich bin, glaube ich, wirklich seit 10 Jahren dabei. Und bin da im Callcenter, nehme die Telefonanrufe an, wie alle anderen Promis auch. Promis, ich sage mal nicht gerne, dass ich Promi bin. Das ist, also ich sitze halt da auch mit denen. Und weil die anderen denken, dass ich Promi bin, werde ich vorher auch geschminkt und hübsch gemacht, weil die Kamera schluckt ja immer ganz, ganz, ganz viel. Ja. Und dann wird man da so ein bisschen Das Witzige war heute, ich habe die Augen zugemacht, weil ich so müde war. Ich hatte gestern einen anstrengenden Tag. Genau. Oh. Ich war mit Sven Ott gegolfen, deswegen das war so anstrengend. Du hast ein hartes Leben. Ich weiß. Ey, wir waren abends in der Talkshow, ja, wir haben hart gearbeitet dann. Ja, ja. Und dann habe ich ein bisschen geschlafen in der Maske. Und als ich aufwache, hatte ich knallrote, metallic glänzende Lippen. Schau mich mal an. Das bin ich nicht. Ja, und dann so, kann nein. Kann ich mir auch gut vorstellen. Nein, Tobi, nein. Nicht so. Okay. Und dann war ihr dann ganz peinlich, dass wir nicht vorher, normalerweise spricht man vorher drüber, was möchtest du für einen Lippenstift, aber ich bin da echt total erschrocken und sie meinte, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wie kann ich mir denn so ein Fernsehstudio vorstellen? Das ist doch, wie heißt der Moderator nochmal? Das ist der Moderator, den man nur einmal im Jahr im Fernsehen sieht, sage ich jetzt als Laie, nämlich beim Spendenmarathon. Ne? Wolfram Kohns. Nein. Spaß, das ist eine Ikone in unserer Kindheit, Wolfram Kohns. Der macht ja Frühstücksfernsehen bei RTL und ja, moderiert alles Mögliche. Jetzt macht er, glaube ich, sogar Der Preis ist heiß oder sowas. Das okay, weiß ich cool. Ich gucke so wenig fern, also wirklich. Ich schaue mir lieber YouTube-Videos an, aber das erzähle ich nachher, wenn du vielleicht irgendwann mal fragst, wie ich mich weiterbilde selber oder so. Frage ich noch, ja. ich mal Aber in so einem Fernsehstudio, wie läuft es da ab? Also du sitzt da rufen Leute an, du hast vorhin so schön gesagt und du sagst, hallo, hier ist Yvonne de Barck und die so, ja, sie wollte dich erreichen. Ja, genau.
Also heute war es ganz lustig. Mit dem einen habe ich mich 4 Minuten lang unterhalten, weil ich blöderweise meinen Spruch gesagt habe: Guten Tag beim RTL-Spendenmarathon, Sie sprechen mit Yvonne de Barck, was kann ich für Sie tun? Ja, was kann ich denn noch tun außer spenden? Da habe ich gesagt, wir können uns unterhalten über das Wetter, nicht so über Politik, über alles Mögliche, über das Essen. Ja, dann haben wir 4 Minuten lang gequatscht. Und eine war dabei, da war ich gerade in der Schalte, also Schalte nennt man das, wenn gerade Kamera, das Rotlicht oben leuchtet, dann weiß man, man ist dann hinten drin. Und sie, können Sie mal winken? Und ich, ah, jetzt habe ich Sie gesehen, hallo! Ja, krass. Ja, Wahnsinn. Also übers Fernsehen möchte ich natürlich gerne ein bisschen mit dir reden, vor allem A, wie das war, wie du da reingekommen bist. Aber erstmal, wenn dich jetzt heute jemand fragt, den du heute irgendwo kennenlernst, Mensch, Yvonne, was machst du denn so? Wie erklärst du das in 2, 3 Sätzen? Weil du ja echt viel machst, aber dein Steckenpferd ist Körpersprache, oder? Habe ich richtig verstanden? Ja, mein Steckenpferd, wenn man das meine Kernkompetenz. Ist Körpersprache, also nonverbale Kommunikation. Das ist schon das, was mir Spaß macht. Das hat mir schon immer Spaß gemacht. Also ich bin schon immer, früher war ich mit meiner Zwillingsschwester, wir waren immer auf der Bühne. Also so hat es schon angefangen. Das heißt, so Lampenfieber kannte ich zwar auch, aber ne, es war halt dann normal. In der 4. Klasse schon auf der Weihnachtsfeier war ich dann schon der Schneemann. Das ist übrigens ein traumatisches Erlebnis. Du machst ja, glaube ich, auch was über Lampenfieber oder wenn auf der Bühne was nicht klappt oder so. Ja, ja. Das wissen wir, es dauert vielleicht so 1 Minute zu erzählen, Storytelling, dann muss ich dir das erzählen, das war wirklich traumatisch. Was war die Frage? Die Frage war, wenn dich jemand fragt, und Yvonne, was machst du denn so, was du dem jetzt quasi aktuell sagst? Ja, dann sage ich schule die wichtigste Sprache der Welt. Ich glaube, gerade ist auch ein Riesenthema, weil sich viele überhaupt nicht bewusst sind, wie Signale wirken bei anderen. Ne? Das ist, denken immer so, Mensch, Erfolg, ich brauche jetzt einen guten Abschluss. Aber wenn du solche Sachen nicht drauf hast, zu agieren und zu reagieren, da kannst du dir den Abschluss auch wieder fast sparen. Es sei denn, du machst irgendwas im Keller. Ja, genau, das wollte ich jetzt gerade sagen, weil jedes Mal, wenn du mit irgendjemandem in Interaktion trittst, egal ob es jetzt face-to-face ist oder ob es nur in Anführungszeichen am Telefon ist, du wirkst ja immer irgendwie schau mal, du kannst, hallo, du kannst ganz unterschiedlich wirken, egal was du machst. Und da habe ich natürlich auch einen Pfund dabei mit Körpersprache. Ich spiele ja auch immer selber mit bei den Seminaren. Das macht immer Spaß und die Leute fühlen sich dann auch noch abgeholt und die fühlen sich nicht alleine gelassen oder vorgeführt. Du musst jetzt mal was machen, weil wir natürlich auch Rollenspiele machen. Und ich kann natürlich dadurch, dass ich diese Ausbildung habe und seit 24 Jahren Schauspielerin bin, kann ich natürlich auch das so zeigen. Ja, das finde ich halt geil bei dir, ne? Du hast halt ein mega Proof of Concept, dass du arbeitest, wie es im Fernsehen funktioniert, auf der Bühne funktioniert und jetzt kannst du es anderen weitergeben, ja. Weil es gibt natürlich viele Körpersprachenlehrer, wo ich dann immer sage, ja, wo hast du das jetzt so toll gelernt, wie das funktioniert, ne? Und das finde ich natürlich mega, dass du einfach nur deine Erfahrung teilst dort. Ja. Ja. Finde ich gut. Bevor wir wirklich in deine Kernkompetenz, wie schön du es gerade gesagt hast, eintauchen, möchte ich gerne einmal die Rewind-Taste in deinem Leben drücken und einmal ein bisschen da durchfliegen durch die Zeitleiste. Yvonne ganz klein. Total Panik davor, dass du diese Frage stellen wirst, aber mach. Weil, weißt du, wenn man so mit Presse ganz viel zu tun hat in jungen Jahren, und das hatte ich, war ja echt mal prominent, ich war auf Titelseiten und Playboy und alles, ich habe ja alles... Schön, dass du mir die Steilvorlage Playboy jetzt direkt quasi geliefert hast. Ich wollte es gar nicht unbedingt ansprechen, aber jetzt ist es in the room. Also auf der Zeitleiste werden wir auch über Playboy sprechen. Hast du die Fotos gesehen? Ja, wunderschön. Eben, ich finde die nämlich auch schön. So, ja. Meine Kinder finden die auch schön. Ja, nee, die waren, als du es mir erzählt hast bei Gedankentanken, gerade was ich direkt hinter der Bühne gemacht habe, noch vor meinem Auftritt. Ja, okay, also ich war im Playboy und ich war auch in der Presse und so. Da versucht man sein Privatleben immer ein bisschen zu schützen. Also man versucht immer nur so Bröckchen rauszugeben, dann ist die Presse zufrieden, die Journalisten sind zufrieden und versucht das, was einem wirklich wichtig ist, privat zu halten. Und jetzt kommst du und willst was über die Kindheit wissen. Na, das ist natürlich schon, also es ist was ganz Besonderes jetzt, was ihr hier hören werdet. Das haben wir noch nie gemacht. Oh wow, dann fühle ich mich ganz geehrt und wir fangen einfach mal an. Yvonne, 2, 3 Jahre alt, wie bist du groß geworden? Was haben deine Eltern gemacht und sind so deine ersten Wahrnehmungen hier auf der Welt? Ich habe eine Zwillingsschwester.
Insofern haben wir die Wahrnehmungen geteilt. Ein Eich, zwei Eich? Wir sind zwei Eich, ja. Ich habe noch einen großen Bruder und einen kleinen Bruder. Der große Bruder ist auch Speaker, Alexander Wunschel. Könnt ihr googeln. Kennst du? Ja, alle. Den Namen kenne ich. Also ich müsste jetzt mir die Inhalte anschauen, aber den Namen habe ich schon gehört. Aber der sieht so aus wie ich, nur in männlich und ein bisschen grauer. Okay. Aber die Schnauze hat er die gleiche. Und meine Mutter hat sich nur um uns vier Kinder gekümmert. Mein Vater war Rektor einer Schule. Lehrerkind. Jetzt ja, ich bin nicht nur Lehrerkind, ich habe auch Lehramt studiert. Oh. Also Papa Rektor, Mama zu Hause bei euch gewesen. Ja, genau, die hat sich immer um alles gekümmert. Okay, war Papa wichtig, so wie ihr euch benehmt, Bildung, Bücher lesen oder wie war Papa? Wenn ich mich richtig erinnere, hat sich eher unsere Mutter darum gekümmert, dass wir, ja, die Schule sollte halt gut gerockt werden und wir waren immer alle einigermaßen gut in der Schule. Ich weiß noch, wie ich meinem Vater ab und zu über die Schulter gucken musste oder durfte, wenn er korrigiert hat und ich durfte dann so ein bisschen, Moment, da kommt ein scharfes S hin. So, das war ganz süß, da war ich, keine Ahnung, 8, 9, 10 Jahre alt, irgendwie so gerade zwischen Grundschule und Gymnasium oder sowas. Das war ganz süß. Das heißt, warst du damals schon so ein bisschen Klugscheißer, ja. Ja, ich wollte es jetzt gar nicht so sagen. Ein bisschen, bisschen Klugscheißer, ich weiß was. Warst du in der Schule so eine, ich weiß das? Nee, ich war in der Schule der Klassenclown. Okay. Ja, das war nicht immer witzig. Ich fand mich witzig, aber ich weiß nicht, ob die anderen mich witzig fanden. Mitschüler meist schon. Wie hat die Schule das denn gefunden, dich? Frech. Mhm. Frech und manchmal zu vorne raus. Und ja, und ich fand immer die anderen Mädels in meiner Klasse, die fand ich immer wunderschön und ich fand mich immer voll hässlich. Okay. Wie kamst du da drauf? Ja, weil ich nie Wert auf Aussehen gelegt habe und deswegen habe ich immer nur die Sicht auf die anderen gehabt und nie auf mich. Also meine Zwillingsschwester, die hat sehr viel Zeit vorm Spiegel verbracht morgens in der Pubertät. Das war ja so eine Zeit, weißt du, so 80er Jahre. Ja, und diese Schulterpolster, nur erinnerst du dich? Ah, bist du zu jung dafür? Na bitte, ich bin 77 geboren. Ich erinnere mich sehr gut an die 80er Jahre. Ja, und ich habe vielleicht im Vorbeigehen meinen Blick in den Spiegel geworfen. Deswegen hatte ich keine besonders gute Außensicht auf mich. Mhm. Und habe immer nur gedacht, ja, die anderen, die sehen immer so toll aus und ich bin halt da. Mhm. So. Ja. Wann hast du gemerkt, ich sehe anscheinend auch toll aus? Gab es da so einen Schlüsselmoment? Nein. Nein? Nein, tue ich das? Naja gut, also ich meine, wenn der Playboy ruft jetzt auch nicht bei jeder an und sagt, ich möchte dich jetzt hier aufnehmen. Also gab's und das meistens fängt es ja mit, zumindest so nach der ersten Phase mit 14, 15, wirst du ähnlich ausgesehen haben wie jetzt, zumindest Gesicht, Haare. Ich hab ein Bild, warte mal, wo ist das? Da bin ich 16, warte, ich hole das mal. Bleib mal dran, warte mal. Also für alle, die jetzt den Podcast hören, ab jetzt müsst ihr bei YouTube hochhören. Jetzt ist das Bild mit 16. Ich bin 16. Das war mein erstes Model-Shooting, weil ich habe nämlich ab 16 für Adidas, aber das ist jetzt nicht für Adidas, habe ich geshootet. Schau mal. Das kennt übrigens, das kennt niemand. Doch, außer ihr jetzt. Foto. Ja, pass auf, Achtung. Ja. Machst du jetzt einen Trommelwirbel? Ja, Trommelwirbel. Brrr. Wow. Und da hat dir niemand gesagt, dass du gut... Also, guck mal. Bild hübsch. Ja, also immer noch, aber damals und du hast nie gemerkt, dass die Jungs sagen, wie hübsch du bist. Das hat nee, das ging alles so geschmeidig ineinander über. Also irgendwann, ich war sportlich, ich habe Triathlon gemacht und ich dachte immer, ich kann ganz gut laufen, schwimmen, Radfahren. Das war das, was ich wusste, was ich kann. Und dann habe ich plötzlich irgendwelche Dings, wie heißt das so, Schönheitswettbewerbe gewonnen. Da dachte ich, naja gut, die Leute stehen halt irgendwie auf durchtrainierte, gute Figuren. Aber das war mir auch nie wichtig. Das ist Warum mir auch bist heute du da hingegangen? Hat jemand gesagt, geh mal mit? Oder hat das... Ja, meine Mutter hat gesagt, da ist ein schöner Wettbewerb, mach doch mal da mit. So, und dann war ich da, dann habe ich ein Auto gewonnen, dann habe ich noch eins gemacht, dann habe ich noch ein Auto gewonnen. Das ging dann so, weißt du, das ging so. Und da habe ich dann jemanden kennengelernt, der hat mich dann zu einer Fernsehshow mitgenommen. Da habe ich dann jemanden kennengelernt, der dann war ich Aufnahmeleiter.
bei RTL oder Viva oder was das war. Und da habe ich dann Günter Jauch und Thomas Gottschalk und Otto Waalkes kennengelernt. Otto Waalkes hat mich dann Horst Wendland vorgestellt. Und Horst Wendland, der ja die Karl-May-Filme gemacht hat, die Otto-Filme und die Loriot-Filme und alle möglichen, der hat mich dann gefragt, was möchtest du denn mal werden? Da war ich 18 oder 19 oder 20, ganz jung. Und Otto rammt mir seinen Ellbogen in die Seite und sagt, Schauspielerin! Und ich, Schauspielerin. Ich hatte keine Ahnung von nix. Und dann hat mich der Wendland zwei Wochen später nach Italien geschickt zu einem großen Casting für einen Film mit den Filmsöhnen von Bud Spencer und Terence Hill. Für einen Kinofilm. Ja, wow. Und das hab ich dann gewonnen und dann war es das. Und dann irgendwie... Aber ich höre jetzt schon raus, das war alles quasi, du bist da so mitgenommen worden, weil die meisten, die jetzt das zuhören, die würden ja wahrscheinlich alles dafür tun, sowas mal allein mitgenommen zu werden, gesehen zu werden. Und bei dir hat Otto Waalkes gesagt, hey, sag das. Also du hattest sehr früh Menschen, die dir so diesen Weg gezeigt haben. Muss ja auch erstmal rankommen an die Leute. Ja, ich glaube aber, dass man mit Offenheit und viel guter Laune weiterkommt, als zu schüchtern oder so zu zurückhaltend zu sein und einfach so von innen raus zu strahlen. Ich lief da zwischen den Leuten lang und habe einfach gestrahlt und hab alles genossen, was ich habe. Und das hat dann wahrscheinlich auch dazu geführt, dass ich dann so weitergereicht wurde. Und wenn du mit der Lupe mal drauf guckst, jetzt damals, du 18, 19, und da laufen jetzt die Größen wie Otto Waalkes und die alle, wie sind die? Sind die locker? Sind die cool? Wie haben die dich aufgenommen da? Also das Coolste, glaube ich, was ich jemals erlebt habe, war mit Bud Spencer Mittag zu essen. Also nicht im gleichen Restaurant, sondern bei ihm zu Hause. Nein. Mit ihm. Und wir haben Spaghetti Vongole gegessen. Vongole heißt mit Meeresfrüchte oder so, ne? Ja. Also Spaghetti Muscheln, glaube ich, ja. Weil das Rezept war, was seine Frau am besten kochen konnte. Und dann saßen wir da zu viert am Tisch. Ja, und der hat ja nur Schlitze, ne? Er ist jetzt leider tot. Ja. Aber er hat ja, wenn er einen anguckt, du siehst nicht, ob er einen anguckt, der dreht nur seinen Kopf dann in die Richtung oder der sagt irgendwas in seine Spaghetti rein und du weißt, oh, jetzt hat er gerade mich angesprochen. Excuse me? Die sind alle total normal. Es ist wunderschön. Hm. Ja, wir glauben halt, dass das so eine Welt ist, wo nur Glamour ist und Scheinwerfer. Aber kannst du sagen, ist nicht so? Also ist normale Leute essen halt Spaghetti Vongole und danach gibt's wieder Hau den Lukas mit Terence Hill. Es gibt eine Regel. Die ganz, ganz, ganz oben sind, die sind wieder die besten Kumpel, die besten Leute, mit denen kommt man super klar. Die wissen nämlich, wo sie stehen. Die wissen, was sie sind. Die müssen sich nicht beweisen. So Mario Adorf oder sowas. Oder sowas oder so jemand. Die jetzt gerade so hoch. Es gibt zum Beispiel Beispiele, wenn die Kamera an ist und das Rotlicht leuchtet. Hi! Wow! Nein! Ja, wie geil! Oh, super! So, und wenn das Rotlicht dann auch aus ist, ja, furchtbar. So, und solche gibt es tatsächlich, ja. Mhm. Erlebe ich auch immer wieder selber. Das muss aber jeder. Wir erleben das ja gerade nochmal, wenn wir jetzt mal Instagram vergleichen mit Fernsehen von damals, weil es ja zumindest das Medium, was viele junge Leute konsumieren. Ich habe eine Instagrammerin kennengelernt, die war bei Instagram, da habe ich gedacht, die kann ja nicht drei Sätze reden. Die spricht nämlich da so, das ist Wasser, hallo, so. Und dann habe ich die persönlich kennengelernt. Da sagt die, hallo, ich bin die, redet komplett normal, sagt, wo ist die Kamera? Und dann switcht die komplett um. Ja. Da habe ich gedacht, das gibt's ja gar nicht. Warum machst du das? Hat sie gesagt, ja, weil das ist Marketing. Ja, das verkauft sich halt, ja. Das ist übrigens auch was ich sehr gerne in meinen Seminaren dann erzähle, situationsadaptive Authentizität. Du wolltest es jetzt auch mal nachsprechen, ne? Ja, situationsabhängige Authentizität, meine Herren, situationsbedingte Authentizität. Für den Portaler nicht schlecht nachgesagt. Situationsadaptive Authentizität. Adaptiv, ja, Entschuldigung. Ja. Aber das ist aus, tatsächlich habe ich das aus der Schauspielerei aufs Business übertragen, weil wir spielen ja alle unsere Rollen. Schau mal, wenn du zu Hause bist du Papa, dann hast du ein anderes Ziel, dann verfolgst du ein anderes Ziel in der Situation oder ein anderes Hauptziel, zum Beispiel mit deinem Kind. Kinder, ne? Du hast zwei. Zwei. Ja. Du hast auch welche, ne?
Ja, ich habe 14 und 15. Kinder. Und 14 und 15 Jahre alt, junge Mädchen. Aber was ich sagen wollte, ist, jeder spielt ja unterschiedliche Rollen. Und wer behauptet, er spielt keine, man spielt nicht Rollen, aber man ist in einer Rolle. Und wenn man sich da ein bisschen bewusst drüber wird, dass man tatsächlich eine Rolle auszufüllen hat, die Rolle ist ja immer abhängig von den Szenenpartnern, die ich habe. Ich sage jetzt mal Szenenpartner dazu, das wären zum Beispiel deine Frau Rüthor oder deine Kinder. Oder eben auf der Bühne bist du auch wieder eine andere Person mit einer Authentizität, die du Klar. zwar hast, aber du nimmst ja die Umgebung an und du nimmst die Situation an, mit Klar. allem, was dazu gehört. Bist du denn dieselbe auf der Bühne wie neben der Bühne? Weil ich habe dich jetzt erlebt Sag du es davor mir. und dahinter. Ich sage jetzt ja. Also du bist genau gleich, aber bei vielen ist es nicht so. Also die sind wirklich total anders hinter der Bühne und vor der Bühne, weil sie dann so eine Maske quasi aufziehen. Ich würde schon sagen, dass ich auf der Bühne anders bin, weil ich habe ja wenn ich mit mehreren Hunderten kommuniziere oder interagiere, man tritt ja immer in Beziehung mit seinem Publikum. Man würde was falsch machen, wenn man mit ihnen nicht in Beziehung treten würde. Oder wenn ich im Seminar vor 16 Leuten nur bin, dann nehme ich auch eine andere Rolle Klar, ein. klar. Klar. Aber ich erlebe dich, also von deiner Wortwahl und so, bist du halt sehr ähnlich. Du redest, Ich ich habe hab, ein paar Worte, was soll ich machen? ja, meine ich eben. Aber es versuchen halt so viele auf Bühnen dann andere, irgendwie jemand ganz anders zu sein. Das geht halt meist in die Hose, ne? Ja, kommentierst du mal nicht. Aber eine Sache möchte ich gerne noch wissen. Als du damals so jung warst, weil wir sind da jetzt so einmal so durchgehuscht, hast du irgendwann gemerkt, dass du komplett anders bist als jetzt deine Freundin in der Schule, weil die haben doch bestimmt alle gesagt, boah, krass, oder hast du da gar nicht drüber gesprochen? Nee, ich habe gar nicht, gem ich habe mir, also ich finde auch nicht, dass ich anders bin als andere. Das würden meine Kinder jetzt negieren. ernsthaft, das war vor ein paar Jahren, ich glaube vor 2 Jahren oder so, da war meine Tochter 13, dann kommt die mit einer Freundin rein, am Wohnzimmer vorbei, an der Tür vorbei mit ihrer Freundin, winkt, zeigt rüber zu mir und sagt, das ist meine Mutter, die ist ein bisschen verrückt, einfach nicht beachten. Nein. Ja. Aber sie meinte sehr liebevoll, meine Ja, Kinder sind. besser so, als das ist die Langweilige, die kommt jeden Tag um 5 von der Arbeit, oder? Also, okay. Aber ich meinte eher die Frage, als du gemerkt hast, so du bist jetzt mit solchen Leuten zusammen, die bei dir in der Schule waren oder dein ehemaliger Freundeskreis, wie haben die denn reagiert in dem Moment? Haben die sich abgewendet, haben die gesagt, nimm mich mal mit, weil hier hören ja auch viele junge Entrepreneure zu oder viele junge Frauen, die sagen, ich möchte erfolgreich werden, ich möchte was Großes starten und die rennen oft bei ihren Freunden in so eine, ja, schwierige Position. Also, ich weiß es nicht, ob ich die Frage verstanden habe, aber ich sag mal was, was vielleicht auch ganz wichtig ist: dieses Berühmtsein. Das ist nicht so toll. Also ich persönlich finde das gar nicht so toll. Ich war ja nun wirklich 3,5 Jahre bei Unter uns und jeden Tag zu sehen. Und wenn du dann an der Supermarktkasse angesprochen wirst, weil du Ravioli und Tütensuppe und sonst was aufs Band legst, und dann schreit dich einer von hinten an: Hey, die können wir nie kochen, Frau Dr. Lassner. Das ist dann ein bisschen unangenehm. Oder du bist mit deinen Kindern gerade unterwegs und musst die auch mal anschreien, ja, muss mal sein, sorry. Und dann siehst du genau, wie alle Augen auf dich sich drehen und dann weißt du, in den Köpfen geht es dann so: Aha, guck mal, die kann es auch nicht oder sonst irgendwas, das ist doof. Also ich stehe dem Ganzen ambivalent gegenüber. Ist toll, man kriegt Sachen geschenkt, man hat schon Vorteile, aber dieses Würdest du es Schenken. noch mal machen? Nee, ich hatte es ja. Also toll ist Nehmen eine. wir mal an, das würde gehen, Zeitreise. Welche Dinge würdest du machen und welche würdest du nicht nochmal machen? Oder sagst du, war alles geil, gehört zur Erfahrung? Ich hätte viel mehr Selbstbewusstsein. Wenn ich jetzt, so wie ich bin, nochmal zurück könnte, ich wäre mit dem, was ich jetzt schule, was ich mir jetzt über die letzten Jahre angeeignet habe, das hätte ich gerne gewusst damals. Weil ich war viel zu oft, viel zu unsicher. Hashtag MeToo. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, was ich bereue, dann bereue ich, dass ich nicht einfach mal auch ja, die Schultern gestreckt habe und gesagt habe, nee. Das verstehe ich jetzt aber hier anders und
Ja, da hätte ich gerne mehr Eier in der Hose gehabt. Okay. Und damals, wenn wir noch einmal auf die Supermarktkasse gucken, gerade wenn du in so einer Vorabendshow spielst, das war ja in der Zeit das Ding. Das haben ja Millionen geguckt, ne? Da wirst du ja jeden Tag erkannt, oder stelle ich mir das falsch vor? Überall. Ja, das stimmt. Klar, Ja. auf Straße, überall. Ja. Da muss man auch erstmal mit Teilweise umgehen. im Weil Auto, ich. also nur an jemanden vorbeifährt. Ja. Es Ja, ist auch. weil ich meine, du hast es vorhin so schön gesagt, das muss man sich gut überlegen, und das ist auch nicht immer so toll, weil ich glaube, viele denken, das ist so toll, aber wenn es dann 24 Stunden da ist, stelle ich mir auch echt nicht immer so angenehm vor. Ja, vor allem wenn Kinder dabei sind. Weißt du, wenn Kinder im Spiel sind, die Leute wissen ja, wo du wohnst. Und tja, der ein oder andere versteht es dann möglicherweise falsch, dass er weiß, wo er wohnt, weil wo du wohnst. Also ich hab auch andere Briefe bekommen als Fanpost. Das Klar. ist auch normal. Dann schluckt man und dann fragt man die Polizei, was kann ich tun? Und die sagen gar nichts. Und dann wartet man eben ab, ob dann mal irgendjemand dasteht oder nicht. Aber Hast du in dieser ganzen Unter-uns-Zeit, wie viel von der Frau Doktor hast du angenommen bei dir? Ist es so, dass ist das eine. oh mein Gott! Pia Lassner, Dr. Pia Lassner, die haben mich schusselig geschrieben. Ich war, Tobi, ich schwöre, ich war kein Schussel. Ich habe das so in mich aufgenommen, weil ich ja jeden Tag irgendwas, ich hab Schlüssel im Kühlschrank, Handys im Kühlschrank gelassen, ich habe die Socken falsch schon angezogen, ich habe irgendwie mich falsch ange. Ich habe immer überall irgendwas vergessen. So, und das habe ich für mich leider, leider angenommen. Also, es ist schlimm, ich bin echt schusselig geworden. Das mal hinkriege. Okay, und jetzt müssen wir, nicht müssen wir, dürfen wir noch einmal, dann hat Hugh Hefner, oder wie der heißt, persönlich angerufen, hat gesagt: Mensch, Yvonne, komm mal hier nach LA, wir machen Bilder, oder wie stelle ich mir das vor? Nein, mein damaliger Schauspielagent, der hatte Kontakte zum Playboy und ich hatte ja die Hauptrolle in einer Primetime-Serie, Motorradcops, von der gleichen Firma wie Daher Cobra. kenne ich dich übrigens. Ich kenne dich nicht aus unter Da uns, kennst du ja? mich mit ganz kurzen Haaren, das heißt ganz kurze Haare. Ja. Oh Ja. Gott! Und da gibt es eine Szene, wo du das so ab. Da, du nimmst irgendwas ab, und daher kenne ich dich. Das kam. Da, Ist ein das Helm oder irgendwas? Ein Helm, ja. Ich wollte eigentlich lange Haare unter dem Helm haben, damit ich so machen kann. Und dann hatte ich kurze Haare und ich habe es trotzdem gemacht und es war einfach. Ja. Ja, genau, daher kenne ich dich. Primetime, Motorradcops. Und genau, und dann kam der Anruf. Ja, und dann kam der Anruf, hättest du Lust, das zu machen? Wie jetzt? Ganz ausziehen? Naja, ja, Playboy. Ja, und dann sind wir nach Jamaika geflogen. Und das Gute war, dass ich vorher mit meinem damaligen Freund, Mann, Partner in New York war und ich hatte eine Salmonellenvergiftung. Das heißt, ich habe 4 Tage komplett Diät gemacht, vorne und hinten raus und war dann richtig, richtige Figur fürs Playboy-Shooting. Yes! Wie praktisch, oder? Das Universum gibt es. Hast du denn damals kurz gezuckt? War das ein Thema zu sagen, ziehe ich mich hier ganz aus? Oder bist du so eine, die sagt: Mensch, also gehört halt alles zu uns, Körpersprache halt? Körpersprache halt, ja. Nein, ich bin ja durch den Triathlon. Da schwimmst du im Badeanzug, da fährst du im Badeanzug Fahrrad durch Menschenmassen hindurch. Also, das war mir wurscht. Ich habe Kunstturnen gemacht. Ich hatte schon immer, also, ich habe da überhaupt kein Problem. Also, sind wir auch ganz entspannt erzogen worden von Okay. aus. Ja. Und Nee, dann, aber ich das ist doch nochmal eine ganz neue Nummer. Also, du kommst jetzt wieder nach Hause von Jamaika, es wird jetzt irgendwann veröffentlicht. Oh, mein Vater. Ja, da wollte ich gerade sagen. Was hatte Papa gesagt? Der Schulrektor. Natürlich nicht. Ich weiß bis heute nicht, was er davon hält. Es wurde totgeschwiegen. Ja, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen totgeschwiegen. Ja. Na, es sind auch schöne Fotos. Und dann nichts mehr gesagt? Ja, nee, also wirklich, ich habe da jetzt nicht, bin ich jetzt rot geworden eigentlich? Ein bisschen, ne? Ich stelle mir halt so vor, Weihnachten, ne? Du kommst da jetzt an mit dem. Ich habe was für euch. Okay, und deine Zwillingsschwester und Mama? Auch nicht viel dazu gesagt. Also ich kann mich gar nicht so erinnern, dass das so Thema war. Aber es klingt bei deiner ganzen Geschichte so, als wärst du halt schon immer so der bunte Vogel der Familie gewesen. Vielleicht haben die auch einfach aufgehört, was zu sagen, oder? Die ist halt so.
Ja, vielleicht. Also von meiner Mutter fand ich es ganz cool. Genau, die ist halt so. Lass mal machen, die ist halt so. Oh, hier Playboy, da Matador, dann riecht sie mal irgendwie nach New York. Dann in Los Angeles war ich ja zur Schauspielausbildung. Wo bist du denn gerade? Los Angeles. Ah, was machst du denn? In der Schauspielschule. Ach so, viel Spaß, geht's dir gut? Also irgendwann setzt so ein Gewöhnungsfaktor vielleicht ein, ne? Glaube auch. Nee, meine Mutter fand es ganz cool, dass ich so schöne Bücher geschrieben habe. Das fand ich jetzt auch wiederum sehr schön, weil das was ist, was mir sehr viel Freude bereitet. Und wenn ich sage Freude bereitet, meine ich, dass ich es mega geil finde. Ich gehe auf im Schreiben. Ich finde das toll zu schreiben. Worte, das Klicken der Tasten, das befriedigt mich. Finde ich wunder, wunder, wunderschön. Und das dann von der eigenen Mutter honoriert zu bekommen mit einem Lob, das ist schon schön. Ja, im Endeffekt, ich habe gerade in einem Buch selber gelesen, wir sind alles kleine Kinder und wollen einfach nur Aufmerksamkeit unserer Eltern. Das stimmt ja auch. Ne? Und wenn dann Mama sagt, ich tippe, Papa hat auch eher fürs Buch dann das Lob gegeben, anstatt für die anderen Sachen, oder? Oder war Fernsehen für die cool? Papa als Rektor hat wahrscheinlich nach Rechtschreibfehlern gesucht. Was ist dein Lieblingsbuch von denen, die du geschrieben hast? Gibt es so eins, wo du sagst, da steckt so meine ganze Seele drin, oder? Es ist ja eigentlich das Buch ist immer das Lieblingsbuch, das als letztes rausgekommen ist. Aber also Körpersprache einfach nutzen ist schon eins, das mir sehr wichtig war, weil ich da erstmal alles gesammelt habe. Es wird sicher noch eins über Körpersprache geben demnächst. Dann diese Romanreihe, Mann zu verschenken und Tausend ein Date. Die finde ich auch schön, weil das Schreiben irrsinnig viel Spaß gemacht hat. Das ist wie Schachspielen. Also ich arbeite sehr viel mit Pay-in und Pay-off. Das heißt, ich kündige was an irgendwann und später weiß man dann, warum das vorne schon erwähnt wurde. Und die 111 Gründe, einen Mord zu begehen, damit gehe ich ja immer auf Lesungen und mache auch ein Lesinar. Das heißt, ich mache erst die Leute zu Menschenmagneten mit 10 Minuten Körpersprache und dann lösche ich die aus in ihrem Leben, die sie in ihrem Alltag nerven. Lesina ist auch ein geiler Begriff, das ist richtig cool. Ist doch nicht gut, Ka ne? ka kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Mein erstes Buch kommt ja nächstes Jahr raus. Bücher, das ist ja nicht zum Geldverdienen eigentlich, oder? In der Masse dann schon. Nee, also ich wünsche dir viel Glück und du wirst es auch schaffen. Nee, also Nee, wenn das ist ich. ja auch nicht mein Antrieb gewesen, ne? Also es war eher umgekehrt, dass der Verlag gesagt hat, mach mal, mach mal, mach mal was. Wie Und heißt es denn? das Buch Bewohnerfrei heißt. Nee! Ja, klar. Da kenne ich jemanden, der macht es schon. Pass auf, dass er da keine Rechteprobleme kriegt, ja? Ja, genau. Ja. Nee, Bücher sind nicht zum Geld verdienen. Ich schreibe auch nicht, um Geld zu verdienen, sondern ich schreibe, weil, weißt du, andere Leute gehen Tennis spielen oder gehen klöppeln oder gehen kegeln und ich schreibe. Mir macht es Spaß, finde das Okay. schön. Wenn du jetzt so ganz privat bist, also dann einen Tag ohne Maske, ohne sich schick anziehen, bist du auch mal so eine, die einfach ungeschminkt. Das ist ja nun nicht schick. Ja, was? Ich finde schon. Also die so ungeschminkt mal irgendwo hängt mit dem Jogger, kannst du das auch? Sag mal, wie hast du mich denn gesehen bei Gedankentanken? War ich da nicht in der Jogginghose? Nee, da hatte ich schon hohe Schuhe an, Da ne? hattest du hohe Schuhe an, ja. Ja. Ich hänge die meiste Zeit in Jogginghose und T-Shirt rum. Ganz ehrlich. Okay. Psst. Das heißt also aber auch, wenn wir bei deinem Thema mal langsam ankommen, dass diese Wirkung auf andere können wir halt auch ganz gezielt einsetzen, ne? Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also ich bin dann so, wie ich bin und es muss bequem sein. Und je nachdem, was ich dann schon mal, ich habe jetzt in den nächsten 3 Tagen habe ich 3 Termine. Die sind jeweils unterschiedlich von, also einmal ist es hier German Medical Award, da mache ich Moderation, dann mache ich ein Lesinar bei der Movie Meets Media und dann ist eine andere Moderation und dann muss ich jeweils in eine andere Rolle schlüpfen. Mit einer anderen Klamotte. Das heißt, ich überlege mir vorher, da werde ich das sein, da werde ich das sein, da werde ich das sein. Und damit kann man spielen. Und damit sollte man auch spielen, weil ja, das ist ein Gewinn. Damit kann man erreichen. Ich erlebe halt bei vielen Frauen, auch übrigens bei meiner Public Speaking University, wo die gut reden können, die auch eine Story haben, die haben auch ein Warum, aber wo ich mir manchmal denke, also so wie du jetzt hier hinkommst, würde ich wahrscheinlich nicht mal einen Müll rausbringen. Also man muss ja auch clever sein, das muss ja passen zu dem, was du machst. Ne? Da gibt es Leute, die reden über Business und stellen sich dahin
und du siehst, also das passt zu allem, aber nicht zum Thema Business. Wie erlebst du denn das? Das habe ich jetzt noch nicht so erlebt. Das erschreckt mich auch ein bisschen, weil gerade Leute, die in so einem Beruf arbeiten oder in so einem Job arbeiten, die sollten das eigentlich wissen, wie ihre Außenwirkung ist und was für eine Wirkung, was man mit Wirkung erreicht, weil man bewirkt ja auch was bei dem anderen. Klar. Bringt das einem nur niemand bei, ne? Wenn ich jetzt nicht Yvonne de Barg als Nachbarin habe oder als Freundin oder das Glück habe, Role Models in meinem Leben zu haben, die so, das lernst du nicht in der Schule, das lernst du nicht in der Uni, ja, das lernst du nirgendwo. Das bringt dir, niemand bringt dir bei, was zu, allein das, wie Farben zusammenpassen, niemand bringt dir das bei. Das finde ich übrigens ganz schön, was du heute anhast. Ich habe schon einen Podcast von dir gesehen, da hast du so ein T-Shirt angehabt, fand ich, habe ich mir überlegt, ist das wirklich, aber das finde ich jetzt, wir passen gut zusammen. Dankeschön, Dankeschön. Ja, das ist heute wieder so Schwiegermutters Liebling, ne? Das ist ja so. Ja, ja, genau, genau. Ja, aber das bist du ja dann auch in der Rolle. Ich glaube auch nicht, dass du das immer bist. Du bist bestimmt so ein kleiner Schelm manchmal, ne? Weiß ich nicht. So, wir drehen jetzt das Interview langsam rum. Nee. Das drehen wir beim anderen Mal, können wir es umdrehen. Aber ich glaube, wir sind alle mal ein kleiner Schelm. Aber jetzt die Leute, die jetzt zu dir auf die Seminare kommen, die du jetzt gibst, mit welchen Haupt-Ahas gehen die da raus, wo die sagen, Mensch, das ist ja krass, darauf werde ich jetzt mal achten? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Das ist ganz unterschiedlich. Was ich in 8 Stunden, 6 oder 8 Stunden Seminar erreichen möchte, ist nicht, wie bewege ich mich, damit ich das und das bewirke, sondern natürlich Wahrnehmung eröffnen, also die Wahrnehmung weitermachen, dass die sehen, worauf kann ich achten, worauf sollte ich achten. Und das ist ja ein Prozess in diesem Seminar, das ist ja auch so aufgebaut, klar, dass sie am Schluss rausgehen und wirklich Dinge wahrnehmen, ohne dass sie es merken. Das heißt, sie nehmen es dann einfach wahr. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass sie selber sehen, wie sie wirken. Dass sie sehen, wie kann das, was ich sage, ein bisschen mehr Bewusstsein über das, was sie machen, wie sie sich verhalten. Also es würde jetzt echt zu weit gehen. Aber kannst du so 2, 3 Tipps geben, vielleicht was, wo jetzt der Zuhörer oder der Zuschauer hier sagt, Mensch, darauf kann ich jetzt einfach mal achten ab morgen. Weil es gibt ja so ein paar Dinge, die wahrscheinlich gar nicht schwierig sind, aber die uns einfach im täglichen Geschäft untergehen. Hast du da irgendwas, so ein Golden Nugget? Ja, natürlich, der Klassiker ist die Haltung natürlich, klar. Das ist mit dem Faden, ne? Das kennst du wahrscheinlich, ne? Das mit dem Faden hinten raus und dann zieht man den unsichtbaren Faden nach oben. Das heißt, der Bauch geht rein, der Po geht rein und man stellt sich gerade hin. Das, was die meisten falsch machen, ist, dass wenn sie sich gerade hinstellen, dann geht das Kinn so weit hoch. Ja. Hier lang lassen, das ist wirklich das Wichtigste, dass sie hier im Nacken lang bleiben. Die Haltung macht schon viel aus und da habe ich auch ein Beispiel, wie sie das selber sehen können. Die können sich mal jemandem gegenüber so hinsetzen und dann irgendwann setzen sie sich gerade hin und schauen ihn und halten Blickkontakt. Und sie werden bei dem anderen, also ihr, die das dann macht, ihr werdet bei dem anderen sehen, wie er das plötzlich anders wahrnimmt. Dann seht ihr so ein Blitzen im Auge oder, also wenn ich das mache, dann kommt meistens so ein irgendwas kommt. Naja, guck mal, schau mal, du sitzt so da und dann auf einmal bist du da und du bist da und du bist bei dem anderen, weil du dich gerade hinsetzt und dem anderen das Gefühl vermittelst, ich bin gesund, ich bin stark, ich bin ein gutes Mitglied deines Stammes und ich bin interessiert an dir. Bäm! Hast du, wer war denn dein Mentor im Thema Körpersprache oder hast du generell sowas wie Lebensmentoren gehabt, also bis auf Otto Walkes, wo ich übrigens auch ein riesen Fan von bin? Der ist cool, ja. Der ist wirklich in Ordnung, ja. Ja. Hat sich jetzt nicht wirklich, also Körpersprache ist ja ein großer Teil der Schauspielausbildung. Das heißt, man ist so sehr auch mit sich selber beschäftigt und versucht nicht andere anzunehmen, sondern sich selber an sich selber zu arbeiten, sich selber zu beobachten. Das ist das Allerwichtigste. Du hast vorhin noch, das habe ich mir aufgeschrieben, Schneemann, so, da wolltest du noch in deiner Lebenslinie einmal drüber fliegen. Das traumatischste Erlebnis deines bisherigen Lebens. Ja, das weiß ich nicht, ob das das traumatischste ist, aber da war ich 9 Jahre alt vielleicht, war ich da und ich war der Schneemann auf der großen Bühne in Fürth. Ich bin nämlich in Fürth aufgewachsen. Und dann sollte der kleine Junge, der um mich herum tanzte, um den Schneemann, der sollte mir dann die Mohrrübe aufsetzen und sollte mir einen Hut geben und sollte mir einen Stock geben, ja.
Und ach nee, der sollte mir nur den Stock geben. Und dann tanzten alle mich rum und dann kriege ich meine Nase und alle sangen weiter. Da waren, das war voll, ne? 1000 Leute im Publikum. Wir waren die Champs, ja, das war unsere Weihnachtsfeier, unser Schwemanns-Getanze da. Dann haben wir diese Dings da bekommen, diese Bubbel drauf. Und ich warte, und wenn ich nämlich den Stock habe, dann darf ich meinen Text aufsagen. Und nur dann. Was ist passiert? Kein Stock. Dieser Typ tanzt mit dem Stock um mich herum, dreimal. Und ich war in so einem Laken gefangen. Und ich habe den Stock nicht bekommen. Oh nein. Ich wusste nicht, ob ich meinen Text jetzt sagen darf oder nicht. Ich war ja so unsicher. Und dann habe ich den Text dann doch gesagt. Ich war so sauer, dass ich meinen Stock nicht bekommen habe. Ich habe geheult. Klingt für mich, dass du schon auch sehr perfektionistisch bist in allem, was du tust, oder? Nein. Wie kommst du darauf? Auf einer Skala von Perfektionismus 1 bis 10, wo bist du? 10 ist Vollperfektionist. Situationsadaptiv. Ja, das habe ich schon gelernt, aber ich möchte eine Nummer haben. 10, oder? Situationsadaptiv. Es kann eine 10 sein. Mhm. Ja, ich habe aber mittlerweile auch gelernt, das Pareto-Prinzip und so, ne? Weißt du, perfekt muss es nicht sein, Hauptsache es ist. Ja, lieber ja, schneller. Ich glaube, wir sind uns da in einem Punkt schon sehr ähnlich. Ich bin ja auch so, ich sehe es alleine dein Bücherregal, das hinter dir jetzt ist, ne? Das ist da geradlinig aufgemalt, hinter dir das Flipchart alleine. Heute. Ja, hast du nur für heute aufgehört, das glaube ich dir nicht. Das wird wahrscheinlich schon so sein. Hast du, bist du bei deiner Ernährung auch so? Das ist ja auch so ein Riesenthema gerade. Ernährung, Fitness, wie schaffst du das, so zu bleiben? Was ist da das Geheimnis? Ich gehe laufen. Ich gehe joggen, jetzt gehe ich ein bisschen ins Fitnesscenter, weil ich dieses Programm, dieses, was es manche wirklich ein Mörderprogramm ist, das weißt du ja selber, was ich aber nicht machen würde, wenn es nicht Spaß machen würde, ja. Nur durchhalten kann, wenn ich fit bin. Also wenn ich vom Korpus her stabilisiert bin, ja? Wenn ich Verstanden. Mich stark fühle. Und deswegen muss ich raus, ab und zu mal raus in den Wald, der ist gleich hier vorne, oder ins Fitnessstudio. Und im Fitnessstudio habe ich jetzt auch entdeckt für mich, also ich bin jetzt ein paar Wochen da, noch, weißt du, ich bin noch da. Ja. Und da kann man ja wunderbar YouTube-Videos gucken dabei. Stimmt. Das passt. Also wenn ich in den Wald gehe, höre ich dabei irgendwelche Fachbücher. Und wenn ich im Fitnessstudio bin, dann schaue ich mir irgendwelche YouTube-Videos an von dir zum Beispiel. das musst du ja jetzt sagen von mir. Da gibt es auch viele andere coole Leute. Komm, hat jetzt schon ein bisschen gefallen, ne? Ja, ein bisschen hat es mir gefallen, ja. Aber das klingt alles, als ginge das so leicht von der Hand. Was fällt dir denn schwer? Gibt es irgendwas, das musst du machen, aber es fällt dir echt schwer? Oder hast du dir dein Leben so eingerichtet, dass es halt passt für dich? Ich bin in der privilegierten Situation, dass ich das mache, was mir Spaß macht. Und wenn es mir keinen Spaß macht, dann mache ich es nicht oder ich mache es mir so, dass es mir Spaß macht. Klingt völlig bescheuert. Einfaches Beispiel, ich hasse Wäsche aufhängen. Mhm. Plopp, schönes Hörbuch drauf und dann machen. Mhm. Machen, Ende aus. So. Verstanden. So geht das. Nichts wirklich, wo ich... Also ich würde zum Beispiel... Weißt du, was ich hasse, ist, wenn die Leute am Sonntagabend schon sagen, oh, morgen ist Montag. Ja, oh Gott, ist euch eigentlich bewusst, was ihr da macht? Hm. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, das sind 5 Tage, die ihr rumwinselt. Na Moment, Freitag, Mittag fangen sie an. Yay, beides. Ja, Wochenende. Und das machen sie dann am Wochenende? Ich weiß es nicht. Ich freue mich über jeden Tag. Ich mache jeden Tag das, was mir Freude bereitet. Und wenn es nicht funktioniert, dann suche ich mir irgendwas, was mir Freude bereitet. Ich kann doch nicht am Montag schon jammern, wieder Montag. Du musst mir überlegen, Facebook ist voll am Montag mit wieder Montag. Ja, passt. Die ganzen Bilder mit diesen Tassen. Ne? Hilfe! Ich glaube, das Geheimnis, was du gerade gesagt hast, ist, wenn ich jetzt Wäsche aufhänge, dann mache ich es mir halt schön. Wenn ich jetzt das mache, mache ich es mir halt schön. Ich glaube, das verstehen halt viele nicht. Es gibt halt Dinge, die müssen wir machen. Deine ganze Energie für deine Projekte, du machst ja Wahnsinn. Dann mache ich es mir halt schön. Ja, was? Nochmal, sag nochmal. Nix. Nee, das kann man nicht hören. Sag's bitte nochmal. Ich mit meinem Mann schlafe, dann mache ich es mir halt schön. Ja, okay, weiter. Ja, gut, das wäre jetzt noch ein ganz anderes Thema.
dazu habe ich schon mal einen Podcast gemacht mit Melanie Mittermeier. Die sagt halt, da fällt vor lauter Schreck, fällt das Dingeling runter. Die ganzen Projekte, die du jetzt gerade machst, woher nimmst du die ganze Energie dafür? Ja, es macht Spaß. Zum Beispiel diese Charity-Sachen, die ich alle mache, zum Beispiel Bunter Kreis, da kümmere ich mich um Geschwisterkinder von schwerkranken Kindern. Ich organisiere für die Veranstaltungen, wo ich sie mitnehmen kann oder irgendwas, wo sie Spaß dran haben, weil die ja sonst vernachlässigt werden und selber Gefahr laufen, krank zu werden. Ich finde das eine ganz tolle Sache. Das mache ich umsonst, da kriege ich nichts dafür. Im Gegenteil, das kostet mich sogar Zeit, Geld und so weiter und ich mache das gern und ich finde, das sollte auch jeder machen oder zum Beispiel RTL Spendenmarathon, da fahre ich 90 Kilometer, Geld einzusammeln oder ich gehe laufen für einen RTL Spendenmarathon oder dies oder das. Ich mache es, ich habe auch drüber nachgedacht, verdammt, ich habe inzwischen, glaube ich, dieses Jahr 230 Stunden Charity auf meinem Konto. Wow. An was glaubst du denn? Ist es an, wenn ich so die Glaubensfrage stelle, an was glaubt Yvonne de Barck, die so viel macht, die so viel Gutes tut? Ist es Universum? Ist es Gott? Ist es Ursache und Wirkung? Was ist dein Glaube? Spannende Frage. Ich glaube, es ist wirklich Ursache und Wirkung. Wer quatscht da? Bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Es ist Ursache und Wirkung, glaube ich. Also Gott ist es jetzt nicht so. Da habe ich jetzt keinen Bezug dazu, aber Universum, das kommt alles so, wie es kommt. Erstaunt bin ich immer wieder über diese Wellen, es läuft entweder alles schief oder alles läuft super, manchmal plätschert es, aber dass es immer so Punkte sind, da muss ich mich manchmal selber an den Nacken rausziehen, aus dem Sumpf, weil manchmal läuft es halt einfach nicht so. Meine Kinder sind meine besten Coaches, ne? Das ist der Hammer. Der Hammer, als ich mal richtig Lampenfieber hatte vor einem großen Auftritt, meinte mein damals 11-jähriger Sohn, Mama, du gehst hin und rockst das Publikum. Und vergiss nicht, wie süß. Warte mal, und vergiss nicht, du gibst ihnen ein Geschenk. Ich bin so erfüllt dort und ich war, bevor ich in den Saal reinkam, war ich schon am Strahlen, weil ich immer wieder diese Worte im Kopf hatte. Und meine Tochter, als ich mal schlecht drauf war, hat die gesagt, wart einfach ab, genau. Du musst einfach da jetzt durch, du musst es aussitzen, du musst einfach abwarten. Und als ich besonders gut drauf war, hat sie gesagt, und jetzt bewahrst du dir diesen Sonnenschein für die Stunden, wo es mal dunkler ist. Krass. Meine, das sind Kinder, ey, hört auf eure Kinder, die haben euch echt was zu sagen. Ja, meine sind ja noch sehr klein, das ist, was die teilweise raushauen, da musst du auch erstmal Antworten drauf finden, ne? Meine kleine Tochter, die fährt halt voll auf Tiere ab bei uns im Garten und die stellt halt jetzt schon Fragen, ne? Warum sind nicht so viele Vögel da? Warum, wir haben so ein Insektenhotel, warum wohnen hier die nicht drin? Eine Zweijährige, ne? Und ich glaube, das sind alles große Themen, die uns die nächsten Jahre auch begleiten. Wie erziehst du deine Kinder oder wie werden die erzogen? Sind die auf eine normale Schule gegangen oder? Ja. Also normal Gymnasium. Mhm. Aber Regelschule, also normales Schulsystem. Ja. Ja, meine Tochter, die ist nächstes Jahr, wenn sie 16 ist, hat sie Abi. Mit 16 hat sie eine Klasse übersprungen? Er hat übersprungen und ist früher eingeschult worden. Wow. Hat sie das von Mama oder von Papa? Ach, hallo, von der Mutter. Natürlich, was soll man so anders sagen? Okay. Er bietet, dass die Intelligenz durch die Mutter übertragen wird. Ja. Rita. Ja, ja gut, wenn ich Rita das fragen würde, würde sie dem sofort zustimmen. Wir sind schon fast am Ende angelangt, aber ich habe eine ganz wichtige Frage. Wo siehst du denn, wo unser Land so hingeht in den nächsten 10 Jahren? Und das meine ich schon ziemlich ernst, weil du kommst ja viel rum. Du bist ja eine, bist du in den Medien viel, aber auch du liest viel, du hörst viel Sachbücher. Wo laufen wir gerade hin hier alle gemeinsam? Ich kann nur meinen Eindruck, meinen ganz persönlichen Eindruck schildern. Ich glaube, dass dieses Schnelllebige, wenn wir das nicht in den Griff bekommen für uns selber, dieses E-Mails und Filmchen und Facebook und dieses ganze schnelle Leben, dass wir da nicht mitkommen. Nicht umsonst die Indianer, die wollten ja nie im Zug oder sonst was reisen, weil sie Angst hatten, dass die Seele zurückbleibt. Oder waren das die Buddhisten? Irgendjemand war es auf jeden Fall. Ich kann das total gut verstehen. Ja.
Indianer. Und wir machen das jetzt in potenziert. Ja, das Leben rast an uns vorbei. Du weißt es ja selber, dann hast du Freunde und hast plötzlich keine Freunde mehr, weil du den Kontakt nicht hältst, weil du denkst, ja, mache ich morgen, ja, mache ich morgen. Ja, Und ich glaube, dass wir lernen müssen, damit umzugehen, und zwar ganz schnell. Also auch wir alten Säcke, ich bin jetzt 45, ich muss einfach da auch auf mich aufpassen. Und auch, ja, ich bin ja auch 40, wir sind ja ähnlich alt. Aber wie machst du das? Machst du das bewusst? Also sagst du so, jetzt ist mal Family and Friends Time, oder wie planst du dir das ein? Ich erschrecke, also ich muss mir erst bewusst werden, ich erschrecke immer wieder, wie wenig Zeit ich in Freundschaften investiere im Moment. Weil dann denke ich, wow, es läuft jetzt so gut, das verzeihen die mir schon. Wenn es gute Freunde sind, verzeihen die das auch. Das stimmt. Mhm. Aber das Herz und die Seele bleibt ja dann doch irgendwo auf der Strecke. Und viel wichtiger ist am Ende des Tages nicht, ich hatte den Vortrag und ich hatte das Seminar und ich hatte das, sondern wie viel Zeit habe ich mit den Menschen verbracht, die mir was bedeuten. Mhm. Boah, mit das denen, klingt die du auch liebst, ne? Ja, aber ich glaube, das ist Liebe, sondern auch mit, die mir was bedeuten, die mir einen Mehrwert in meinem Leben schaffen, emotionaler Art oder im Gespräch. Ich liebe ja Gespräche, ich liebe intellektuelle Gespräche, wenn man so das Gefühl hat, bei einer dritten Flasche Rotwein jetzt die Welt gerettet zu haben. Aber nur nach der dritten Flasche Rotwein. Ja. Und ich glaube, dass Reich und Arm weiter auseinanderklaffen wird. Das glaube ich auch in 10 Jahren. Ich erlebe dennoch so einen Wandel. Es hat ja einen Grund, dass zum Beispiel dieser Podcast hier so unglaublich viele Leute hören, dass Gedankentanken plötzlich so stark gehört und gesehen wird, dass Menschen anfangen, nach dem großen Warum zu googeln und nicht nur in diesem Was sind. Hast du da auch den Eindruck, erlebst du das auch? Ich habe da schon das Gefühl, da ist ein richtiger Wandel gerade in der Gesellschaft. Auch bei Menschen in meinem Umfeld, die früher solche Themen, die hätten gesagt, geh mal lieber zum Orthopäden, was, warum? Ja, wobei es ist schon eine Müdigkeit da, und ich glaube, das ist auch wirklich der Schnelligkeit wieder geschuldet. Es ist eine Müdigkeit da, sich um sich zu kümmern. Da bist du jetzt in einer sehr privilegierten Situation, dass du das so wahrnimmst. Ich glaube, das betrifft tatsächlich dein Umfeld, die ja auch dich wollen, die auch das hören wollen, was du sagst. Und du kommst da ja auch, du triffst ja voll ins Schwarze. Ich habe die ja schon oft erlebt mit deinen Traumreisen und alles, und man fühlt sich da richtig wohl. Aber ich glaube, das ist einfach auch nur eine Sparte. Die anderen interessieren sich nicht dafür und das Leben rast dann an ihnen vorbei. Und ich kann gut verstehen, dass dieses Thema Achtsamkeit so dicke und so groß wird. Mhm. Als Schauspieler bist du ja, du bist es ja gewohnt, achtsam zu sein. Klar. Aber hast du so Rituale? Ich höre ja andauernd, ich gucke morgens eine Stunde in die Kerze, dann schreie, also ich mache das jetzt nicht, weil ich kann mit den Kindern das gar nicht machen, aber es gibt ja Leute, dann benutzen sie das, dann laufen sie noch nackt über den Weg, dann wäre bei mir abends. Hast du solche Dinge eingebaut in dein Leben? Trinkst du nur links gedrehtes Wasser, oder wie ist es bei dir? Nee, gar nicht. Ganz normal. Ich trinke ganz normal Alkohol, wie andere Menschen auch, und ich esse auch Fleisch und alles, also ich achte da sehr wenig drauf, aber ich mache es halt bewusst. Ich mache alles bewusst und ich genieße alles, was ich mache, glaube ich. Und wenn ich mich dabei erwische, wie ich was nicht genieße, zum Beispiel, wenn ich dusche, dann dusche ich. Mhm. Weißt du, das ist, also verstehst du, was ich damit meine? Ja, klar. Ja, verstehe ich. Wenn ich jetzt mit dir hier bin, dann bin ich im Hier und Jetzt. Und dieses Hier und Jetzt, da wird das Leben länger. Du hast plötzlich mehr Zeit zur Verfügung, weil du im Hier und Jetzt lebst. Wurde ich heute früh vom RTL-Fahrer abgeholt, dann war ich in dem Auto und ich bin gefahren. Und ich habe mir die Bäume angeschaut und gesagt, nein, ich mache jetzt keine E-Mails, ich mache jetzt nichts. Ich genieße das jetzt, dass ich hier gefahren werde, konzentriere mich, was jetzt noch kommen wird. Das ist so wichtig, im Hier und Jetzt zu sein. Das kann ich von dir, glaube ich, noch ein bisschen lernen. Ich bin dann teilweise schon sehr, ich will immer so Dinge abarbeiten, dass es dann quasi weg ist, ne? Und da verlieren wir uns dann natürlich zwischendurch auch mal in dem Baum eben leider nicht, sondern den müssen wir anschauen. Finde ich toll, dass du das machen kannst, so für dich. Ja, anders geht's ja nicht. Abarbeiten kenne ich natürlich auch, logisch, wie jeder andere auch, aber dann eben das machen und nicht alle Sachen. Außerdem, irgendwann wird es echt zu viel. Dann, mein Sohn sagt, das heißt Multidisplaying. Da hast du es. Multidisplaying. Multidisplaying heißt mehrere Displays gleichzeitig laufen haben. Ja, du hast dein iPhone, dann machst du da, dann läuft das da, dann machst du hier noch was. Multidisplaying, ja. Mhm. Nee,
Ganz am Ende, bevor wir dann in die kurze Frage- und Antwortrunde gehen, die letzten paar Minuten dann dauert, warum stehen so wenig Frauen auf der Bühne? Das möchte ich auch mal wissen. Kannst du mir das beantworten? Ja, aber jetzt frage ich halt erstmal dich, weil du stehst ja drauf auf der Bühne. Warum sehen wir so wenige Speakerinnen in unserer Branche? Warum gibt es so, oder ist vielleicht auch wieder falsche Wahrnehmung, aber warum gibt es, wenn du dir auch die bei Gedanken tanken, musst du ja nur mal durchblättern, der Großteil ist männlich und die weibliche Energie ist genauso wichtig. Eins meiner Lebensziele ist übrigens, so viele Frauen wie möglich auf die Bühne zu bringen. Nee, nicht Frau werden, das nicht, aber... Ja, also Frauen an die Macht, macht es. Vielleicht hat es einen evolutionären Hintergrund. Könnte das sein? Ich gebe das jetzt mal nur kurz als Gedanke hin. Männer sind ja schon die Einzelkämpfer, die auch gerne mal vorne stehen können und Huga-Huga machen können. Und Frauen sind immer darauf bedacht, dass alles in Ordnung ist und dass die sozialen Kontakte schön gepflegt werden und dass sich alle wohlfühlen. So grundsätzlich. Ja, manche schreien jetzt, nein, stimmt überhaupt nicht. Doch, grundsätzlich ist es schon so, dass wir Frauen uns mehr um das soziale Miteinander kümmern. Und Frauen sind auch ein paar Jahre raus oft im Leben, um Kinder großzuziehen, ne? Ja. Es ist natürlich auch so ein Punkt. Aber das hindert ja nicht. Schau mal, ich war auch raus. Ich war. Das wollte ich gerade sagen. Du bist ja ein Beispiel dafür, dass es geht. Ja. Aber weil ich das mache, wofür ich Leidenschaft, wofür ich brenne. Das ist wichtig. Ich habe halt oft so den Eindruck, dass es viele Frauen gibt, die sagen so, ach, der ist laut, dann lasse ich den halt mal vor. Und gleichzeitig sind sie so unfassbar geil. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele Frauen negatives Feedback wesentlich mehr verletzt als ein Mann. Die sich mehr dann den Schuh anziehen. Ja, das könnte ich, das ja, das klingt plausibel. Ja. Kriegst du Gegenwind? Also ich glaube gerade. Ja. Nein. Wie meinst du Gegenwind? Naja, bei Social Media, nach Auftritten, ich glaube gerade, wenn du auf der Bühne stehst, da gibt es ja auch Gegenwind. Oder hast du nur Lover? Nur Leute, die sagen, Mensch, die ist ja so toll, die ist ja so, die kann so toll sprechen. Also alle lieben dich immer nur. Nein, das ist ja die Regel, dass 2% irgendwas dagegen haben, was du da gerade auf der Bühne sagst. Es gibt immer 2%. Und gehst du mit denen um? Liest du das? Liest du das selektiert? Sagst du mir egal? Wie machst du das? Weil ich glaube, gerade das tut vielen eben weh, wenn sie dann darauf... Wir haben ja so diese selektive Wahrnehmung, ne? Da sind dann 900 Kommentare, die sind toll und einer sagt, du kannst gar nichts, geh mal lieber nach Hause. Kennst du die Four Agreements? Four Agreements? Nee. Ja. Das kannst du dir mal aufschreiben, das ist ein super Buch, das ist ein bisschen esoterisch, also es liest sich ein bisschen esoterisch, aber das hat mein Leben verändert. Also das und schnelles Denken, langsames Denken hat mein Leben verändert. Und nächstes Jahr wird ein neues Buch von Tobias Beck rauskommen, was mein Leben verändert hat. Naja, wollen wir nicht so hochgreifen hier. Schnelles Denken, langsames Denken und Four Agreements. Was ist Four Agreements zusammengefasst? Ja, das sind vier Agreements, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt. Der eine davon ist, was ich Verträge da gelernt habe. Eigentlich auf Deutsch, oder? Vier Agreements. Dinge, auf ja, die wir uns einigen können. Es ist irgendwie anders übersetzt, aber ist ja auch egal. Es gibt es auf Deutsch auch, das Buch. Das heißt, einmal ein Agreement ist zum Beispiel, kein Gossip zu verbreiten, sondern immer nur bei der Wahrheit zu bleiben, also nicht zu tratschen, obwohl uns das innewohnt. Ich muss schauen, ob ich da alle vier zusammenkriege. Das andere ist, jeden Tag dein Bestes zu geben. Wie auch immer du das Beste definierst, das finde ich auch ganz wichtig, weil da habe ich lange dran überlegt, wieso ich kann nicht jeden Tag mein Bestes geben, Sportlerherz, ja, bist ja platt. Nein, das Beste für den Tag und für den Moment. Und wenn es eben nicht geht, dann eben nicht. Und wenn das Beste ist, dass du jetzt 5 Minuten Pause machst, dann ist das das Beste. Das dritte ist, Worte sind Macht, unglaublich wichtig. Worte, weißt du selber, Worte rausgeschossen, kommen an, die kommen direkt ins Herz. Über das Hirn, über die Ohren, über das Hirn, direkt ins Herz. Das kannst du nicht mehr ändern. Wenn du einem Kind sagst, du bist doof, wird es immer im Kopf haben, ich bin doof. Das kannst du nicht mehr radieren. Worte sind Macht. Machst du das manchmal bewusst, dass wenn du jemanden siehst, der so leuchtet oder gerade eine Frau, dass du hingehst bewusst und Words of Affirmation gibst und sowas sagst, du kannst das, du schaffst das? Total gerne, ja, weil ich weiß, wie gut das tun kann. Aber es ist immer schwierig, es muss ehrlich klingen. Ja, ja, aber ich glaube gerade nur in deiner Rolle, weil du bist ja für viele Frauen auch wirklich so eine Leuchtturmfigur, weil du bist da, wo natürlich viele, ja,
du stellst dich immer so unter den Scheffel, aber das ist schon so, wenn du dann aus so einem Vortrag kommst und eine junge Frau kommt dann und will was wissen, da haben deine Worte echt Gewicht, ne? Ja, ich hatte das beim letzten Seminar, da habe ich eine zur Seite genommen, so eine ganz junge, und habe ihr gesagt, ich finde das unglaublich, wie, was für kluge Fragen du stellst. Also du bereicherst, das war in der Mittagspause, du bereicherst dieses Seminar, und ich möchte, dass das genauso in der zweiten Hälfte auch so bleibt. Weil so kannst du auch am meisten für dich mitnehmen. Ich bin ganz, ganz happy, dass du so bist, wie du bist. Und ich habe es auch so gemeint. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, das auch zu wissen. Also es war das Dritte, sind die Worte. Genau, und das Vierte ist eben, dass jeder seinen eigenen Rucksack hat. Und da komme ich jetzt auf das, was du vorhin gefragt hast, wie gehe ich mit so jemandem um oder wie gehe ich mit einem Shitstorm um? Mhm. Wissen hilft bei der Verarbeitung. Also zu wissen, dass der andere seinen eigenen Rucksack mit rumschleppt, das ist das Wichtigste. Nichts persönlich zu nehmen. Ja genau, don't take anything personally oder so. Also nichts persönlich zu nehmen. Es hat nichts mit dir zu tun, wenn dich jemand anblafft. Es hat zu 99,9% der Fälle was mit... mit uns selber zu tun. Sehr, 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 sehr cool. Wenn jetzt jemand ihr aus der bewohnerfreien Community was passieren wird, kann ich dir jetzt schon sagen, die ist so toll, ich möchte gerne dahin gehen. Was ist der erste Point of Contact oder das Einfachste? Wie können Menschen mit dir in Kontakt treten und was ist so dein Offer? Wo machst du deine Seminare und wie kommen Menschen mit dir in Kontakt? Schreib mir einfach unter info@yvonnebark.de. Gut, das machen wir unten in die Shownotes rein. Kann sein, dass du jetzt natürlich sehr viele E-Mails bekommst. Ich war gerade bei einem Vocal Coach, der hat mir gesagt, ne? Bitte? Wie, ihr spammt mich zu. Ja. Ich war gerade bei einem Vocal Coach, der hat gesagt, ich verschlucke immer Wörter. Ich so, echt, ist mir gar nicht aufgefallen. Also viele E-Mails bekommst, hast du bestimmt auch eine Webseite, wo die Seminare draufstehen, oder nicht? Willst du mal zu mir zum Sprechtraining kommen? Ja, das habe ich auch, mit so einem Schlauch muss ich da durchpusten. www.yvonnebark.de. Oh, kannst du das nochmal sagen und dann bitte auf meinen Anrufbeantworter so sprechen? www.yvonnebark.de. Okay, auch das machen wir in die Shownotes rein. Das heißt, ich freue mich total, wenn schreibt mir und dann, ja, dann können wir in Kontakt treten, dann können wir uns austauschen und ja. Und unter dem Stichwort bewohnerfrei gibt es bestimmt irgendeinen netten Deal für die Leute, oder? Bestimmt, bestimmt. Hat man doch vorher schon verabredet. Ja, okay. Kannst du denn dann ja sagen? Ja, ich versuche ja nur was für die Community rauszuholen. Ne? Wenn du sagst, Mensch, sind so nette Leute vom Tobi da. Pass auf, das schreibst du da unten rein. Da, schauen wir mal. Schauen wir mal. Das ist so wie vielleicht. Yvonne, magst du mit mir essen gehen? Vielleicht, schauen wir mal. Schauen wir mal. Und guter Vertriebler sagt, magst du mit mir heute Abend oder morgen Abend essen gehen? Genau, also wenn die dann jetzt bewohnerfrei reinschreiben, kriegen sie dann ein Buch oder kriegen sie es günstiger? Welches denn? Weiß ich nicht. Also wir überlegen uns was. Sie schreiben... Aber weißt du, ich hab das perfekte Buch. Ja. 111 Gründe, einen Mord zu begehen. Das kriegt ihr günstiger. Okay. Weil es ist so lustig und dann seid ihr alle, das hat eine katharsische Wirkung. Ja? Jetzt das müsste ich total, ich bin ja Gesamtschüler, ich weiß leider nicht, was eine katharsische Wirkung ist, aber ich benutze ja diesen Podcast auch für mich zum Lernen. Deshalb, was ist eine katharsische Wirkung? Reinigende Wirkung. Ah, und das katharsisch kommt aus welcher Sprache? Südlibanon oder? Ja, ist griechisch, ne? I don't know. Griechisch sagen. Ich bin ja auch aus dem Lateinunterricht rausgeflogen. Latein habe ich mit 4- abgeschlossen. Ja, du auch. Okay. Ja, sind wir leise. Okay. 101 Gründe, einen Mord zu begehen. Das kriegen wir. Ja, 111. Egal. Finde ich perfekt. Oder 111. Das hätte ich übrigens auch gerne. Das kriege ich bei Amazon, oder? Nee, du kriegst das von mir. Oh, das ist aber schön. Ja. ganz am Ende, kurze Frage, kurze Antwort. Was bedeutet für dich Freiheit nach all dem, was du gemacht hast die letzten 45 Jahre? Freiheit ist für mich, das tun zu können, was ich möchte. Mhm. Ja, auch die Selbstständigkeit. Ich kann euch alle nur ermutigen, wer das will, wer den Mut hat und wer bereit ist, auch ein bisschen zu arbeiten. Viele, viele Stunden am Anfang,
Aber ihr macht ja was, was euch Spaß macht, sonst würdet ihr es nicht machen, dann macht es. Mhm. Selbstständigkeit ist toll, es gibt Höhen und Tiefen. Mhm. Natürlich auch, habe ich auch gehabt, Tiefen und werde ich auch wieder vielleicht irgendwann haben. Es geht immer hoch und runter, das weißt du selber. Mhm. Aber es ist toll, die Freiheit. Mhm. Es ist gigantisch. Geld ist? Ja, es ist immer da, wenn man es nicht braucht, und es ist nicht da, wenn man es braucht. Persönlich wachse ich, indem ich? Warte mal, Geld ist mir nicht wichtig. Okay. Wichtig sind mir meine Kinder und dass die eine ordentliche Ausbildung haben, aber ich brauche nicht viel. Okay. Persönlich wachse ich, indem ich? Mich immer wieder weiterbilde, egal wo ich bin. Sachbücher höre, Fachbücher höre oder auch Romane höre, YouTube-Videos schaue, lese und als Wissensschwamm durch die Gegend gehe, mit offenen Augen und offenen Ohren. Wissensschwamm ist ein schöner Begriff. Der wichtigste Satz, den ich jemals gehört habe? Jeder hat seinen Platz im Leben. Und ganz am Ende der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin? Ist der Ort, wo Menschen sind, die ich mag. Sehr schön. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für 1 Stunde und 6 Minuten. Das ist einer der längsten Podcasts geworden, die ich jemals aufgenommen habe, mit Yvonne de Barg. Ich fand es ganz, ganz spannend. Ich habe mir mehrere Post-its gemacht. Ich habe hier so eine ganze Wand von Dingen, die mich inspirieren. Habe ich mir mehrere Sachen aufgeschrieben. Und euch danke ich ganz herzlich fürs Zuhören oder Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann seid wieder so lieb und bewertet die hier bei iTunes. Alle Punkte und alles Wissenswerte über Yvonne machen wir unten in die Shownotes rein und auch das ganze Seminarthema, wenn ihr zum Körpersprache-Seminar kommen möchtet und alles, was euch dort interessiert. Dann weitere Folgen gibt es unter www.tobias-beck.com/podcast und ich danke dir für deine Zeit und ich danke euch für eure Zeit, fürs Zuhören und fürs Anschauen. Danke, bis zum nächsten Mal, liebe Yvonne. Dankeschön, Tobi. Tschüss.